Harry Pfau ist der Chef von Harrys Bude. Hier gibt es gerettete und gespendete Lebensmittel für jeden. Egal, ob für Schüler, Alleinerziehende, alte Menschen oder Obdachlose. Ich habe 13 Jahre auf der Straße gelebt. Und jetzt machen wir halt Harrys Bude. Wir verteilen hier Lebensmittel. Ich dann früher durchgelaufen bin durch die Stadt, da war meine Aufgabe, Flaschen zu sammeln, mein Lebensunterhalt. Gucken wir da auch, wo du dann mal was zum Essen bekommst. Und du siehst aber den Menschen aus einem ganz anderen Blickwinkel. Oder du betrachtest dann Menschen, die mir dann sagen, ach, sitze dann irgendwo in meinem Lokal und esse. Dann denkst du, guck mal, wäre doch auch mal wieder schön. Aber du reduzierst es dann wirklich halt auf das herunter, dass du sagst, was brauchst du zum Leben? Und damals, wo ich dann noch nicht vom Alkohol weg war, war dann halt die Hauptaufgabe, dass ich dann so viel Geld habe machen können, dass ich der Alkohol leisten konnte. Mit dem Lockdown schlossen viele Essensausgaben für Menschen, die wie Harry auf der Straße lebten. Anstatt auf Hilfe zu warten, ergriff Harry die Chance, einen Container bei der Kirche St. Maria zu übernehmen und startete sein Projekt Harrys Bude. Mit Leuten von der Straße, der Gemeinde und Foodsharern. Harry kennst du, gell? Nein, das ist der Harry. Das ist... Ja, super. Mein Chef. Der Chef. Andi hilft beim Transport der geretteten Lebensmittel. Alleine auf dem Markt kommen pro Woche 600 Kilogramm Obst und Gemüse an Spenden zusammen. Ich sage immer, wenn das System ein bisschen anders funktionieren würde, dann müssten wir nicht hier sein. Keine 100 Meter von Harrys Bude entfernt, rollt der Verkehr über die Paulinenbrücke. Ein Relikt aus Zeiten automobiler Stadtplanung. Unter ihr trifft sich seit Jahren die Drogen- und Obdachlosenszene. Wir sind die Paulinenbrücke, wir sind der Pauli-to-go-Club oder der Pauli-Club. Da kriegst du dann eine Currywurst oder was es halt dann auch gibt. Füllst du dir einen Becher um, kriegst einen Löffel, kriegst ein Brot, die Serviette, füllst es um in den Becher und dann kannst du es essen. Maske. Marvin ist so etwas wie die gute Seele unter der Brücke. Lass dir schmecken. Gestartet hatte den Club gemeinsam mit Iva. Die Gruppe ist eigentlich ein Mix aus Suchtkranken, Obdachlosen, einfach ja, armen, gestrandeten Seelen hier. Also eigentlich alle Verstoßenen Stuttgarts treffen sich hier. Die versuchen irgendwie ein soziales Umfeld zu haben, weil sie brauchen ja auch soziale Kontakte, weil die meisten haben keine Familie mehr oder keinen Kontakt mehr zu der Familie. Und das ist schwer für die Leute, also brauchen sie jemanden, mit dem sie sich wenigstens ab und zu mal unterhalten können. Ich meine, wir sind auch suchtkrank, also wir sind nicht besser als sie, wir sind nur stabiler. Iva, ihr Lebensgefährte Simon und Marvin wollen Menschen unterstützen, denen es noch schlechter geht als ihnen. Mir geht es darum, um Menschen was zu essen zu geben und dass sie das Gefühl haben, es wird an sie gedacht. Weil es läuft seit Jahren nichts mehr in Stuttgart für Suchtkranke und für Obdachlose, so teils. Ja. Und ja, ich habe mir das halt auf meine Fahne geschrieben, dass ich halt was ändern werde. Alles klar, bis später. Also, wer das hier sieht, und der hockt zu Hause schön im Warmen und hat seine eigene Küche und so, dann soll er froh sein, dass er es hat. Die hatten es auch alle. Die hatten auch alles. Und jetzt haben sie gar nichts. Und sind ja froh, dass dann selbstsuchtkranke Menschen hier Essen austeilen. Es ist nicht einfach, auch nicht für uns. Ja. Wir sind süchtig, das ist halt einfach so. Aber wir sagen uns, nee, wir wollen halt nicht den ganzen Tag sinnlos vergolden, sondern wir wollen auch was für die anderen machen, für die anderen Süchtigen, weil die sind alle hoffnungslos. In Köln besetzten mitten in der Corona-Pandemie Obdachlose ein leerstehendes Bürogebäude. Sie nennen ihr neues Zuhause OMZ, Obdachlose mit Zukunft. Von dem Baum gerettet. Von dem Baum gerettet. Wir wollten den wegschmeißen.
Der ist gerettet. Ich habe vor 2 Jahren noch eine Wohnung gesucht und wollte nicht mehr draußen sein. Hab intensiv danach gesucht, aber irgendwie nicht zu finden. Du hast als Obdachloser keine Chance. So kam ich dann dazu, dass ich diese ganzen leerstehenden Gebäude gesucht habe, zufällig auf dieses Gebäude geachtet habe. Ich habe Obdachlose gefragt, ob sie Interesse haben, an einem Haus, was leer steht, was niemand nutzt, dort vielleicht sich ein Zimmer zu nehmen und da zu wohnen, um nicht auf der Straße zu sein. Seit einigen Wochen wohnt auch der Kunststudent Philipp hier im Haus. Ist Teil der OMZ-Community. Andres Vision jetzt hier in diesem Haus ist, dass er quasi die ungewöhnlichste WG in Köln aufzieht und halt der Stadt beweist, dass es möglich ist, 30 Menschen unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlichster Religion, Nationalität, Geschlecht, wie auch immer, in ein Haus zu packen und zu zeigen, dass es möglich ist, hier gemeinschaftlich selbst organisiert zusammen zu wohnen, ohne sich halt gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Was, hast du den gebacken? Ist der von dir? Ja. Du hast ihn gebacken? Nein, ich kaufe. Nee, das ist der polnische, ja? Das ist polnische, ja. Wie heißt das, Kisa? Philipp lädt immer wieder Mitbewohner in sein Zimmer ein, um sie hier zu porträtieren. Der Ursprungsgedanke war, eine Dokumentation über das Haus zu machen. Also primär über die Bewohner und über die Lebenssituation. Und habe mich dann dafür entschieden, hier einzuziehen und werde Teil dieser Gemeinschaft, auch wenn ich quasi nicht in dieser Notsituation bin wie die meisten Leute hier, die halt keinen anderen Ort haben, wo sie hingehen können. Doch schon bald ist er nicht nur Chronist, sondern auch Vertrauter und Konfliktlöser. Ich bin weder Sozialarbeiter, noch bin ich irgendwie Rettungssanitäter. Die Aufgaben, die hier an einen herangetragen werden, die erfordern halt Kompetenzen teilweise, die ich einfach nicht habe. Unterstützer der allerersten Stunde ist der evangelische Südstadtpfarrer Hans Mörter. Er hat das Potenzial dieser Idee sofort erkannt. Davon träume ich seit langem. Weil das heißt ja, ich traue Menschen, die abgeschrieben sind von unserer Gesellschaft, ich traue denen was zu. Und ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg, zum Gelingen, dass sie auf einmal leben, dass sie wer sind. Da bin ich hundertprozentig sicher, dass es so ein selbstverwaltetes Wohnen möglich ist. Einmal die Woche ist Plenum, Pflichtveranstaltung für alle Bewohner. Ja, das kenne ich ja. Heute wird es darum gehen, die Hausregeln bzw. die Regeln für das OMZ festzulegen. Aufgenommen wird nur, wer die Gewähr bietet, also bei dem klar ist, dass sie sich überall und zu jeder Zeit für das OMZ einsetzt. Das ist der Punkt. Also aus meiner Sicht kann man diesen Punkt, so wie er jetzt da steht, jetzt entscheiden. Meine Chris, angenommen. Renze de Gore. Eva benötigt jeden Tag ihre Dosis Subutex, ein Ersatzstoff, um die Sucht im Zaum zu halten. Durch einen Autounfall habe ich 2 Geschwister verloren und das hat meine Familie zerstört. Also das hat einfach die Familie gesprengt. Die Familie ist über diesen Verlust nie wieder hinweggekommen und es war auch nie mehr dieselbe Familie. Ich hatte niemanden und ich wusste auch nicht, wie ich mit meiner Trauer umzugehen habe. Und so ist man irgendwie in die Sucht reingerutscht. Also man hat es nicht gleich gemerkt, man dachte, man hat es unter Kontrolle. Aber man merkt eigentlich relativ schnell, dass man eine Droge wie Heroin niemals unter Kontrolle haben kann. Ja, irgendwann stehen die Bahnen, da ist irgendeine Weiche nicht richtig oder so und jetzt stehen sie bei uns auch. Deswegen bin ich zu spät. Aber normalerweise dürften die schon in der Praxis Bescheid wissen. Und dann hoffe ich, dass ich keine Ärger kriege. Oder mein Substitut überhaupt kriege. Ja.
wir sind einfach stabil in unserer Sucht. Also wir nehmen nur immer nur das eine Medikament, haben keinen Beikonsum. Und dann geht es, dann bist du auch wirklich klar im Kopf. Manche nehmen Methadon und das hält ungefähr nur 24 Stunden. Die Wirkung kann man aber natürlich durch weiteren Heroinkonsum verstärken, was absoluter Blödsinn eigentlich ist, weil Methadon ist schon so stark, dass die Leute wegpennen. Ich nehme Supotex, das ist ein Heroinersatzstoff, ist ein Schmerzmittel. Eigentlich macht es gar nichts, außer dass ich keinen Entzug habe. Also ich bin nicht aufwissig, ich habe keine Entzugssymptome und auch keine Entzugserscheinungen. Wenn du mal es geschafft hast, wirklich 100% clean zu sein für eine Zeit lang, dann lass da nicht mehr dahin gehen, wo du herkommst. Dann musst du am besten die Stadt wechseln. Richtig. Ich habe es damals so geschafft, dass indem ich die Stadt gewechselt habe, das hat mir geholfen, dann auch clean zu bleiben eine Zeit lang. Ich war lange im Gefängnis und habe einfach die Schnauze voll. Ich möchte in meinen Knast. Ganz wichtig ist beim Konsum Alkotipps, um auch überhaupt die Stelle vorher sauber zu machen, es ist Ascorbin. Ascorbin ist reines Vitamin C. Das braucht man, wenn man Heroin aufkocht. Das sind kurze Nadeln. Ja. Weil wir machen ja schon eigentlich sehr viel Arbeit, was ein Streetworker macht. Ein Streetworker hat eigentlich auch keinen richtigen Zugriff auf die Menschen. Wir kennen die Menschen alle und sie, genauso wie sie für mich normale Menschen sind, sind wir für sie auch normale Menschen. Nur wir tun halt das Essen austeilen. Sind auch alle voll begeistert und glücklich, dass wir das machen. Ja, was machen wir noch, was ein Streetworker nicht machen würde? Ja, wir hauen auch mal mit der Hand auf den Tisch, wenn es sein muss. Ganz einfach. Ich bin jetzt 14 Jahre hier an der Paule. Ja. Ich weiß, wie es ist, so zu sein wie diese. Ich bin ja selber in dem Boot. Deswegen ist ja auch mein Ding, dass ich eigentlich auch gucken möchte, dass ich vielleicht Ausbildung oder Fortbildung oder irgendwas als Streetworker oder sowas mache. Ich habe viele Sachen in meinem Leben angefangen, aber nie beendet. Und ich habe mich auch nie wirklich so in so Sachen reingehängt. Klar, es gab schon verschiedene Sachen, wo ich mich reingehängt habe, so Football spielen, in meine Fleischerlehre, ja, aber alles ist irgendwie dann am Schluss so gegen die Wand gefahren. Aus verschiedenen Gründen. Das Leben auf der Straße ist sehr anstrengend. Weil man hat immer diese Geräusche von der Stadt, den Verkehr. Dann morgens die Passanten, die an einem vorbeigehen. Dann wird man aufgeweckt und gefragt, wie es einem geht, ob man noch lebt. Ne? Wenn es friert, kommen Leute und fragen einen, so wecken einen auf und fragen, ob wie es einem geht. 5 lange Jahre lebte Gabriel auf der Straße. Schlief in Parks, in Fußgängerzonen, im Flughafen. Dann erzählte eine Freundin ihm von dem besetzten Haus in der Südstadt. Der andere, ja, der hat dann direkt gesagt, ja, wir haben noch freie Zimmer, wenn du Lust hast, kannst du erstmal dich umgucken, in welchem Stockwerk du unterkommen willst. Ja, und so bin ich immer UMZ gelandet. Würdest du sagen, dass das dein Leben verändert hat? Absolut, ja. Halt die Möglichkeit, irgendwo seine Sachen zu lassen in einem abgeschlossenen Raum, der nur mir ist, wo nur ich den Schlüssel habe. Die Möglichkeit zu haben, einfach frei, einfach zu jeder Uhrzeit was kochen zu können, zu jeder Uhrzeit was waschen, die Waschmaschine anschmeißen können. Du hast halt einen sicheren Ort, wo du zurück kannst, jeden Tag. Und das ist das, was das OMZ halt allen die Möglichkeit gibt, wieder Fuß zu fassen im normalen Leben. Gabriel war als Gärtner erfolgreich, bis ihn ein Job in Mexiko aus der Bahn warf. Zurück in Deutschland bekam er sein Leben nicht mehr in den Griff. Im OMZ hat er sich stabilisiert, hat sogar wieder einen festen Job in einer Biogärtnerei. Ohne Pflanzen bin ich wie tot. Das ist irgendwie so, auch ohne meinen Beruf ausüben zu können, das fühle ich mich nicht lebendig. Und auf der Arbeit ist halt, dass sich darum kümmern und die bedanken sich dann, indem sie dann irgendwann blühen oder einfach schön aussehen. Die Pflanzen merken das auch, wenn ich komme. Dann merken die direkt, der Gabriel ist da und der kümmert sich um uns. Und
Dann werden wir schön. Ja. Die Aktivitäten des Paule-Clubs werden bemerkt. Marvin, Iva und Simon werden zum runden Tisch eingeladen. Wo müssen oder wo dürfen wir gemeinsam Sachen machen? Und wo gibt es vielleicht aber auch Konflikte, auf die wir gemeinsam drauf gucken müssen? Irene Armbruster und die Bürgerstiftung Stuttgart haben Gesprächsrunden ins Leben gerufen, um die Eigeninitiative, das Self-Empowerment der Betroffenen zu stärken. Sie wollen die Mitte der Gesellschaft mit den Menschen am Rand verknüpfen. Ich glaube, ein extrem wichtiger Punkt für die Zukunft des gesellschaftlichen Zusammenhaltes ist, dass sich verschiedene gesellschaftliche Gruppen weiterhin treffen. Und dass es Orte gibt, wo dieses Treffen möglich ist. Und von daher ist es für ein Quartier und für eine Quartiersentwicklung absolut notwendig, dass es solche Orte gibt, weil sonst separiert man sich und die Gesellschaft fällt auseinander. Harry kümmert sich nicht nur um die Essensausgabe. Er ist auch Ansprechpartner und Zuhörer. Dank seiner Vorgeschichte weiß er um die Lebensumstände auf der Straße, kennt die Nöte seiner Kunden. Und dann war er einfach unser Experte. Und auf dieses Wissen zu verzichten, wäre irgendwie ein Riesenfehler für jede Art von Hilfssystem. Ich wollte also meine Sachen rüberbringen, ich habe das ganze Auto voll. Haben Sie noch was? Ja, ich brauche sie. Achtung, wir gucken, ob einer kommt. Kommt einer. Hallo, ich Hallo. Komme. Hallo, Entschuldigung. Sie hat uns nur Sachen gebracht. Ich wollte Ihnen Sachen bringen, tut mir leid. Ich hoffe, dass es nicht weitergeht. Sie hat uns nur Essen gebracht. Sie bringen immer das Essen und Spende für die Obdachlose. Jetzt habe ich nicht gewusst, wo stand die denn noch. Mangelgetränke. Ach ja, da hat das Lebensmittel Bananen. Da ist Katzenfutter drin, Katzenhundefutter und Essen drin. Jetzt müssen wir, Marvin, Sie müssen jetzt mal schauen. In einer Tüte ist auch Zahnpasta drin, Duschgel, eine Zahnbürste. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mal was braucht, sagen. Die Tage in der Marktstraße sind gezählt. In wenigen Monaten soll das Haus abgerissen werden. Denn auf diesem Gelände plant die Stadt Köln ihr Prestigeprojekt. Die Parkstadt Süd. Wie es mit den Menschen im OMZ dann weitergehen wird, ist unklar. Landen sie wieder auf der Straße? Oder erkennt die Stadt das Potenzial dieses Projektes? Der Rat der Stadt Köln spricht sich dafür aus, auf eine Räumung des besetzten Abbruchhauses an der Marktstraße 10 bis zum Beginn der Abbrucharbeiten zu verzichten. Die Verwaltung wird beauftragt, den derzeit dort lebenden Menschen bis zum endgültigen Abbruchtermin des Gebäudes Marktstraße 10 Alternativen, gegebenenfalls auch als Interim, zeitnah zur Verfügung zu stellen. Wenige Tage später schauen sich Bewohner und einige Unterstützer das Alternativhaus an. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen in der Gummersbacher Straße. Mein Name ist Josef Ludwig, ich bin Leiter des Amtes für Wohnungswesen und werde Ihnen gleich die Liegenschaft hier, die Gummersbacher Straße 23, von innen zeigen. 25. Komplett verschimmelt, alles feucht, kaputte Fenster. Da sind wir in der Marktstraße besser aufgehoben. Zu und alles machen. Ne? Ich habe zurzeit nichts Dauerhaftes. Ich habe zurzeit dieses hier für 2 Jahre, vielleicht 2,5 Jahre. Wir suchen bis dahin nach einem Nachfolgeobjekt und würden die Bewohner dann, die müssen zustimmen natürlich, dorthin umziehen lassen. Ja, haben wir jetzt schon nichts. In 2 Jahren haben Sie wahrscheinlich auch nichts. Und 2 Jahre. Jetzt langsam. 2 Jahre, es ist wirklich keine lange Zeit. Dann müssen Sie ablehnen. Das dann ist es doch gut. Also können Sie verstehen, dass die Menschen sich wie im Verschiebebahnhof vorkommen? So ein bisschen? Ich mache dieses Angebot. Mit diesem Angebot müssen Sie umgehen. Dazu müssen Sie entscheiden und dann sehen wir weiter.
Seit einigen Wochen wohnt auch Philipps Zwillingsbruder Robin im Haus. Auch er glaubt an das Projekt und will seinen Bruder unterstützen. Und die Leute, von denen es nicht abhängt in dem Sinne, mit denen kann man wunderbar sprechen. Also es ist echt voll am Start. Ja. Die Gummersbacher Straße wird gerade fit gemacht. Der ganze Schimmel wird beseitigt. Es werden Gemeinschaftsräume gebaut und Küchen werden eingerichtet. Die Situation an sich ist schon beglückend, würde ich sagen. So lange keine Wohnung gehabt und kein bleibendes Zuhause. Und jetzt hat man wieder so eine Zukunft. Man kann ja jetzt planen, auch auf 2 Jahre. Das ist schon auch viel, sehr viel wert. Ich muss nur jetzt aufpassen, dass es auch bergauf geht und nicht wieder bergab geht. Mit irgendwelchen Sachen, die passieren könnten. Ja. Herr Ludwig kommt vorbei. Der Leiter des Wohnungsamtes schaut nach dem Rechten. Ja, wir sind froh, dass wir nicht wieder auf der Straße landen. Das war ja auch so weit, dass wir hätten geräumt werden können. Dann wären wir wieder auf der Straße gewesen. Und so ist jetzt schon auch beruhigender, dass wir hier was Festes, auch was Festes haben. Ne? Und dass uns auch die Stadt zugesagt hat, dass es dann auch weitergeht. Es müsste schon dem Teufel zugehen, wenn das hier kaputt geht und müsste wahrscheinlich dann aus dem OMZ irgendwas passieren, was uns umdenken lassen würde, aber das sehe ich nicht, nein. Wenige Tage später ist es soweit. Der Umzug ins neue Haus steht an. Und die Stadt Köln hat dafür sogar ein professionelles Unternehmen engagiert. Wir nehmen nur, was die uns sagen. Und wenn wir reingehen, bitte alle Masken haben. Von dir auch. Ja, jetzt ist es ein Schutthaufen. Aber ich glaube, im Endeffekt hat sich das alles trotzdem gelohnt. Und auch, dass die Menschen immer noch dabei sind, die das mit aufgebaut haben. Im Grunde genommen hat das halt so zusammengeschweißt, dass man das einfach so nahtlos mitnehmen kann, irgendwie das neue Haus. Vorsicht! Warte, ich halt. Oh, das ist schwer. Okay. Ja. Oh, yay! Yeah. Hans, was sagen wir da? Halleluja! Ja. Das ist doch klasse. Das bekommt einen Ehrenplatz. Ach, Scheiße. Heute stand der Paule-Club mit leeren Händen unter der Brücke. Die tägliche Essenslieferung kam nicht an. Und jetzt gibt's Stress mit Andi. Wer war für die Abholung bloß verantwortlich? Wir haben das auch nicht, also ich habe das noch nie dumm angemacht. Wenn bei 40 oder 50 Leuten keiner fähig ist, 10 Minuten da runterzufahren, wo es doch so wichtig ist, ja. Ständig wird improvisiert. Keiner arbeitet hier für Geld. Es existieren kaum Lagerflächen. Die Logistik findet mit einfachsten Mitteln statt. In der Bahnhofspassage holt Marvin die bereitgestellten Spenden ab. Let's go. Ich
bin echt schwer enttäuscht, dass das nicht funktioniert. Das heißt dann immer irgendwie, es hätten verschiedene Ämter irgendwas, aber hey, wir versuchen auf Treffen zu kommen, auf Konferenzen teilzunehmen, um irgendwie zu hoffen, dass endlich mal hier ein bisschen was passiert. Was könnte denn passieren, wenn man einen Container hier hinstellt? Einen Container kann man hinstellen und kann gleich wieder abholen, wenn es keinen passt. Aber aufgeben, das ist also überhaupt bei... Gerade bei suchtkranken Menschen aufgegeben ist, bei denen es schon tausendmal war. Deswegen sind die Menschen ja hier, weil sie es selber aufgegeben haben und weil sie aufgegeben wurden. Und nee, deswegen sind wir immer noch da. Das ist wie so ein Trotz, was wir machen. Wenn wir mal merken, dass man uns halt immer nur hingehalten hat und uns im Wasser des Wortes veräppelt hat, dann werden wir halt auch andere Nummern aufziehen und fangen hier an und die Holzhütte hierher ziehen und stellen es daher und mal gucken, was dann die Stadt macht. Auch das Punkerpärchen Chrissy und Aaron hat ein Zimmer im neuen Haus gefunden. Wir haben wenig Zeit für uns gehabt eigentlich. Wir hatten die ersten anderthalb Jahre kaum Zeit für uns, weil wir immer erstmal gucken mussten, wie kommen wir im Leben überhaupt klar. Das heißt, aber trotzdem haben wir unseren Alltag immer gemeinsam gestaltet und trotzdem ja, immer zusammen rumgegangen. Ja, wir haben jetzt direkt von Anfang an dieses Problem zusammen gemeistert. Halt, ja. Ne? Eine Zeit lang haben wir gepennt, ja. Auf der Straße. So, ne? Wir haben auch so Notschlafstellen mal durchgehabt, aber ja. Da muss man sich ja abends immer trennen. Das gibt ja keine gemischte. So, und da sind wir absolut keine Fans von gewesen. Vor allem, ich wurde da geklaut, ne? Direkt am ersten Abend. Ne, da haben wir uns eher ein Zelt genommen und dann in irgendeinen Park und so und uns da gemütlich gemacht. Also ist, wie gesagt, als frisch verliebtes Paar ist es wirklich eine harte Probe. Dadurch, dass wir einen festen Ort haben, wo wir bleiben können, den wir abschließen können, so, wo wir uns ausleben können in unserem Styling, in unserer, ne, wie wir halt unser Zimmer gestalten und so, ist das schon gut. Ja, OMZ ist so. Wir sind alles Problemkinder. Wir haben alle unseren steinigen Weg hinter uns und auch noch vor uns. Alles Individualisten. Und hier wirst du akzeptiert, auch mit deinem Problem. Ja. Und kannst dich auf die Reihe kriegen und kannst von hier aus gucken, was will ich weiter in meinem Leben? Wie geht's weiter? Mache ich hier jetzt weiter das Projekt mit? Oder will ich von hier aus meine eigene Basis schaffen? Raumschiff oder ein fliegender Aufzug oder ja, so ein Baumhaus, wo vielleicht Menschen von außerhalb, die kein Zuhause haben, mal einen Tag oder zwei hier übernachten können. So ein extra Raum, um sich einfach anders wohlzufühlen, auf dem Baum halt. Manche sehen das halt hauptsächlich fürs Wohnen hier. Von manchen Menschen gibt es Zusammenhalt und Teamwork, aber nicht von allen. Und es liegt daran, dass manche Menschen so, wie ihr Straßenleben ist, viele Sozialarbeiter brauchen. Aber die Stadt Köln sich gut Zeit lässt, uns einen Sozialarbeiter zu geben. Hier sind einfach nur sehr wenige Leute im Haus, die versuchen, in irgendeiner Form ein Gruppengefüge zusammenzubringen. Aber das ist zu wenig. Das ist einfach zu wenig. Also das funktioniert nicht. Diese Putzaktion ist jetzt so ein Versuch, mit einer so ganz niedrigschwellig, mit ganz kleiner Scheiße, die Leute zusammenzubringen und irgendwie so die Erfahrung zu machen, wir kriegen hier zusammen ein bisschen was gewuppt. Thank you.
Nächster Halt ist der Kölner Hauptbahnhof. Simon vom Paule-Club ist Mitglied der Landesarmutskonferenz Baden-Württemberg. Das Ziel des Vereins? Sozialpolitik mitgestalten. Sie haben so Wohnhöfe. Tut sich ja in vielen Ländern was, auch an Projekten für Obdachlose und Wohnungslose. Und die Erkenntnis hat sich einfach durchgesetzt, dass es eine Verletzung der Menschenrechte ist, dass Menschen auf der Straße leben müssen. Und von daher gab es den Rat oder den Beschluss des Europarates, dass bis 2030 in keinem europäischen Land mehr Menschen auf der Straße leben müssen. Und er hat mich dann vor kurzem bei Roland Sauer kontaktiert, der ist einer der Mitglieder der Deutschen Armutskonferenz, die in Stuttgart sitzen, und gefragt, ob wir uns mal treffen könnten, austauschen, vielleicht gemeinsam eine Strategie verabreden und vor allem erstmal unser Projekt kennenlernen, das OMZ, was wir so denken, in welche Richtung wir gehen, ob das für Sie in Stuttgart eben auch was ist, um sich zu verbünden, ja, Perspektiven zu entwickeln und umzusetzen. Ja, ist doch relativ viel hier. Das war ganz viel an der Ein bisschen außerhalb. Aber Keller, wir haben halt das komplett unter Keller, da war es halt ein Keller. Ich bin halt auch wach. Das war ein großer Fortschritt. Natürlich, genau. Seitdem riecht es auch immer nach frischer Wäsche. Teilweise fehlen uns hier die Arbeitsräume, ne, und die Kunsträume und generell Arbeitsflächen, um bestimmte Projekte durchführen zu können. Aber ansonsten, ich denke, dass das schon seine Chance hat. Klasse. Ja. Also, ich bin gar nicht heim. Aber meine Frau war daheim natürlich, ja. So was ist in Stuttgart gar nicht möglich, weil dafür überhaupt kein Platz da ist oder uns die Polizei davor, bevor wir überhaupt schon dran denken würden, da rausknüppeln würden. Ich wäre froh, wenn wir nur halb so weit wären. Wenn wir irgendwas hätten oder da auch an der Paule ein paar Container ausstellen würden und dass zumindest die Leute tagsüber drin wäre und so. Aber das ist ja auch alles Utopie in Stuttgart. Da wäre ich am liebsten in Köln geblieben und hätte den Jungs geholfen, da was zu erreichen. Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir unseren nächsten Halt Bingen am Rhein Hauptbahnhof. In Bingen am Rhein bleiben wir auf unbestimmte Zeit erstmal am Bahnsteig stehen. Grund dafür sind Personen im Gleis. Hier an der Brücke, wo sich sonst eigentlich nur Obdachlose und Junkies treffen, ist seit ein paar Wochen das Theater Rampe aktiv und macht mit den Bewohnern der Paule Straßentheater. Masala. Ja, die Ding hat mir schon welche hingehalten. Geiler Scheiße. Wie wollen wir zusammenleben? Wem gehört die Stadt? Das will die Theatergruppe gemeinsam mit den Menschen unter der Brücke herausfinden und künstlerisch umsetzen. Ich hab irisches Blut in mir ein bisschen. Wenn man den Leuten das Zeug hinstellt, sie würden sich sogar ein Haus bauen. Nur mal so. Man muss den Leuten nur die einfachsten Dinger geben. Ein bisschen Holz, ein bisschen Ding und dann kommt man es abends wieder abholen oder so. Und zack, hätten wir hier fünf Holzbänke auf einmal, wenn die Leute gut drauf sind und es ihnen gut geht. Nur mal so. Randgruppen werden plötzlich zu Akteuren, werden zu Gesprächspartnern, auch auf politischer Ebene. Bei der Bezirksvorsteherin Veronika Kienzle rennt man offene Türen ein. Wir wollen, dass hier irgendwie ein öffentlicher Raum entsteht, in dem man sich aufhalten kann und in dem unterschiedliche Gruppen auch sein können. Das heißt, wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen den Platz freimachen. Wir wollen aber nicht die Leute vertreiben, die einfach hier sitzen und sein wollen, egal aus welchem sozialen Milieu sie kommen, sondern wir wollen, dass alle diesen Ort hier nutzen können. Wir müssen auch lernen, damit zurechtzukommen, dass jemand süchtig ist und mit dieser Sucht nicht mehr aufhören kann. In den
letzten Wochen lief es nicht so rund im OMZ. Deswegen kommt zum Plenum hoher Besuch. Herr Ludwig vom Wohnungsamt. Sehr schön. Das ist noch nicht ganz fertig. Ich sehe, ja. Aber kann er auch springen. Ja, ist gut. Damit du nicht so wegrutschst. Der Traum aller Kinder. Ja, Wahnsinn. Irgendwo von dem Konto runtergehen. Und das geht nicht auf den Konto. Ja, schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe ehemalige Hausbesetzer, hallo. Wenn dieses Projekt einen Namen tatsächlich verdient und der ist Obdachlose mit Zukunft, ist meine Erwartung, dass sie in Zukunft wieder enger zusammenrücken, mehr gemeinsam machen und auch denjenigen, die sie beobachten, nicht immer mit Freude beobachten, das Gefühl geben, dass hier ein Projekt sich tatsächlich weiterentwickelt. Also ich habe mit dem Sozialamt gesprochen und eine halbe Sozialarbeiterstelle zum Anfang wäre durchaus möglich. Gut wäre, wenn wir einen hätten, der sich insgesamt damit auskennt, was es heißt, wenn Obdachlose ein neues Haus kriegen, wieder in eine Gesellschaft rein wollen. Ja. Ja, nicht irgendein Schulsozialarbeiter oder sowas, das können wir nicht gebrauchen. Ja. Wir müssen jetzt vielleicht nochmal Plenum weitermachen. Okay, das heißt, Harrys Bude steht auf Kirchengrund. Das macht vieles einfacher. Pastoralreferent Andreas Hofstetter-Stracker war gerne bereit, das Projekt zu unterstützen. Wir haben einen Kirchplatz, wir haben eine Kirche. Habt ihr eine Idee? Ich weiß noch, just jetzt vor einem Jahr, wie Conny Krieger gesagt hat, was meinst Andreas, Foodsharing hier im Container. Und ich gesagt habe, macht einfach. Und dann haben die angefangen, irgendwann nach dem 13. Die feiern ja jetzt morgen Geburtstag und jetzt haben wir dieses Jahr. Und ich muss sagen, ich finde es wahnsinnig, was da alles möglich war. Wir haben den Harry Pfau, der jetzt 13 Jahre auf der Straße war, jetzt untergebracht in einer Wohnung. Das war jetzt der Tag heute vom Einjährigen bei Harrys Bude. Ein ganzes Jahr besteht Harrys Bude jetzt schon und hat sich in dieser Zeit zu einer echten Institution entwickelt. Aber das hat ja keiner am Anfang gewusst, ob das ein Jahr funktioniert. Und ja, im Prinzip können wir schon ein bisschen stolz drauf sein. Das muss gefeiert werden, zusammen mit allen Unterstützern. Am Anfang waren wir ja wirklich nur ein Versuch. Aber dann kam gleich die Anfrage, macht ihr auch über den Winter weiter? Dann haben wir halt gesagt, ja, das haben wir dann halt beschlossen, zu sagen, okay, wir machen's. Und der Harry ist jetzt sozusagen das wirklich total gute, verbindende Glied geworden zwischen diesem digital junge Leute, Facebook, Foodsharing und analog auf der Straße, da wo die Leute sind. Ich alleine bin's nicht. Ich bin halt immer da oder präsent, aber ohne die anderen da jetzt nicht gehen. Und jetzt schauen wir halt mal, wo sich noch das nächste Jahr hin entwickelt oder was noch dazu kommt. Auch in Köln gibt's was zu feiern. Dass die Punks Hochzeit haben, also wäre das Letzte, womit ich gerechnet hätte, so, dass das so passiert. Aber voll nice. Also die beiden lieben sich wirklich und das merkst du auch. Ich finde das super, so, dass die beiden dann wirklich sagen, okay, das ist so ernst mit uns, dass wir uns wirklich für den Rest unseres Lebens da miteinander zusammenleben wollen, so, und das auch offiziell machen. Die erste, kreativste Torte, die ich selbst gebastelt habe. Alles aus dem Kopf. Das ist ja die einzigste Hausbesetzung war und dann jetzt auch die einmaligste Hochzeit, weil ich glaube nicht, dass hier jemand in einer Hausbesetzung mal geheiratet hat.
Schüler. To be or not to be. To free or not to free. Es ist der Hammer. Ihr kennt euch gut 17 Jahre. Ihr habt euch im Stepp in der Punkerszene in Gladbach kennengelernt. Und so ist eure Liebe einfach gewachsen. Fuck off. Chrissy, du sagst direkt, Aaron liebt mich, wie ich bin. Selbst wenn es stressig wird. Dann du weiter, Aaron. Chrissy ist eine Powerfrau. Die weiß, was sie will und kann auf den Tisch hauen. Das finde ich total klasse, was der Aaron dann gesagt hat, weil er das für euch beide zusammenfasst. Ich bin so weit, mich vollständig zu fühlen. Was für ein geiler Satz. Und dann sagst du weiter noch, mich komplett zu fühlen, mit Chrissy und mit dem OMZ. Sleepy eyes, talking about you. Amen. Küssen. Okay. Not talking about you. Das, was ich jetzt mache, das würde ich gerne beruflich machen. Weitermachen, größer machen, weil es ist viel zu lang sind so kranke Menschen einfach übergangen worden, bevormundet worden. Sprich doch mit den Obdachlosen, um die es geht, und frag die, was braucht ihr, um hier wegzukommen? Hol die mit ins Boot, setz die an den Tisch und dann macht ihr eine Blaupause. Über eine Mahlzeit freue ich mich. Über ein Trinken freue ich mich, ja? Dass ich ein Zuhause habe, dass es meinem Hund gut geht, mir gut geht. Und mehr brauche ich nicht. Mehr brauche ich nicht. Und wenn er dann für das Essen nicht klauen gehen muss, habe ich mindestens einen kleinen Erfolg erreicht. Ist kein großen, aber ein kleiner Erfolg. Also ich glaube, wenn genügend Zeit vorhanden ist, wird das Projekt Früchte tragen. Definitiv. Ich glaube da seit dem ersten Moment dran, dass es funktionieren kann. Aber ich weiß auch, dass noch sehr viel reifen muss und dass da noch viel dran gemacht werden muss. Wir machen hier was ganz Kleines, aber das ist auch so ein Mini-Schritt auf dem Weg in die Selbstständigkeit.